Forschung muss im Dienste der Gesellschaft sein. Ich meine, dieses Bild, dass Forschung objektiv, sachlich und neutral ist, stimmt ohnehin nicht. Ich glaube, dass es nicht zeitgemäß ist, nicht transdisziplinär auf Museum zu schauen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Upgrade Your Science mit Transdisziplinarität, der Videoserie der Berlin University Alliance. Heute treffen wir Pega, Literaturwissenschaftlerin, und Tanja, Praxisforscherin, Sozialarbeiterin und Social Justice Trainerin. Beide sind involviert in transdisziplinären Forschungsprojekten. Das heißt, sie bringen WissenschaftlerInnen mit gesellschaftlichen Positionen zusammen. Für beide bedeutet Transdisziplinarität in erster Linie Engagement. Sie setzen sich ein für marginalisierte Gruppen, die in der Gesellschaft weniger sichtbar sind und denen weniger Wert zugeschrieben wird. In ihrem Projekt Museums and Society – Mapping the Social hinterfragen sie die Rolle der Museen in unserer Gesellschaft. Transdisziplinarität ist hier der Weg, die Zukunft der Museen inklusiver, offener und diverser zu gestalten. Wir gucken uns an, wie Museen und gesellschaftliche Debatten bzw. soziale Bewegungen sich gegenseitig beeinflussen. Da gibt es ja sehr viele Ansätze. Es gibt Umweltbewegungen, es gibt dekoloniale Bewegungen, es gibt antirassistische, postmigrantische Bewegungen, die bestimmte Ausstellungskonzepte und überhaupt das Museum als Ort vor allem in Frage stellen. Zum einen die Ebene der Ausstellungsgestaltenden, der Ausstellungsstücke und wer kuratiert so eine Ausstellung. Wer lädt ein, wer wird unsichtbar ausgeschlossen und damit auch ein Blick auf Gesellschaft und diejenigen, die ins Museum kommen, also als Gäste, Eingeladene, als KonsumentInnen dieser Ausstellungsstücke. Und es ist für mich überhaupt nicht denkbar, einfach monodisziplinär auf Museum zu schauen und zu sagen, wir haben jetzt hier unser eines Ausstellungsfeld und das wird am Reißbrett entworfen und man fragt gar nicht zum Beispiel Zielgruppen oder Personen, die auch geschichtlich gesehen im Zentrum von solchen Ausstellungen immer stehen und eben auch so Interventionen oder auch kolonialkritische Interventionen oder auch sogar, also auch mit Blick auf Natur, wie wird Natur konsumiert, wie wird Natur definiert und dort auch immer wieder kritische Perspektiven reinzuholen von Personen, die sich damit beschäftigen, von betroffenen Personen. Es gab schon von Anfang an im Projektantrag die Idee, einen Beirat zu haben. Es gibt natürlich die klassischen wissenschaftlichen, sogenannten ExpertInnenbeiräte, die alle kennen, die beispielsweise einmal im Jahr sich treffen. Es gibt Beiräte auf Grundlage von Melderegistern. Das heißt, das wird per Losverfahren ausgewählt mit dem Glauben, dass dadurch ein besserer Durchschnitt der Gesellschaft abgebildet werden kann. Nach vielen weiteren Überlegungen und Gesprächen mit dem Team habe ich dann eher dafür plädiert, eine Art kritischen Beirat bestehend aus Berliner AktivistInnen aufzubauen. Und dieser Beirat hat uns in unserem Projekt auf zweierlei Weise geholfen. Erstens ging es natürlich darum, welche Themen bearbeiten wir im Projekt und was ist sozusagen die Perspektive der Person aus dem Beirat dazu. Das wäre aber so eine reine evaluierende Perspektive. Also das wäre, wir stellen unsere Forschung vor und die sagen, ja, nein, gut, schlecht, das, wie es eigentlich häufiger läuft. Das war bei uns nicht der Fall. Uns ging es vielmehr darum, unsere Projektinhalte als kleinen Impuls zu geben, um gemeinsam darüber zu sprechen und gemeinsam Kollaborationsformen und Austauschformen und Inhalte zu finden, die sich daraus ergeben. Ich bin in dem Kontext angefragt worden, mit einer klassismuskritischen Perspektive auf Museum und Gesellschaft zu schauen. Klassismus ist die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder der sozialen Position, also wo ich aufgewachsen bin, geprägt bin, welche, Bourdieu würde sagen, inkorporierten Verhaltensweisen, Geschmack bringe ich aus meiner sozialen Herkunft mit und wie ist es
gesamtgesellschaftlich oder auch mit einer machtkritischen Perspektive auch beschreibbar, wo ich Ausschlüsse erlebe oder auch Einschlüsse. Uns war es daher wichtig, diesen doch sehr klassischen Transdisziplinaritätsbegriff, den wir in der Wissenschaft haben, als so einen integrativen Forschungsansatz aufzubrechen. Also weniger zu sagen, wir haben was, das ist unsere Forschung und die müssen irgendwie da drin Platz finden. Die sozusagen außeruniversitären oder außerwissenschaftlichen Perspektiven sollen irgendwie in unserer Arbeit Platz finden, sondern uns war wichtig, unser Denken und unsere Forschung aufzubrechen und wirklich da, wo es auch wehtut und wir uns auch sehr unangenehm berührt gefühlt haben, da auch trotzdem hinzugehen, weil nur so Forschung relevant sein kann. Ich habe tatsächlich eine große Herausforderung mit dieser Dichotomie von ForscherInnen und Beforschte. Und ich glaube, dass WissenschaftlerInnen eigentlich eine Bewegung in Richtung des Verstehens von Aktivismus, Betroffenheitswissen, von auch Bewegungswissen machen müssen. Also wer wird eingeladen, wer ist unser Publikum, wer wird ausgeladen, unsichtbar vielleicht auch und nicht nur über Eintrittsgelder, sondern auch über habituelle Fragen. Ne? Wer wird ausgestellt, wer wird durch Ausstellung auch verletzt, durch stereotype Darstellungen, wer findet sich wieder, wer kann sich identifizieren, wer kann konsumieren. Und das sind komplexe Fragen, die nur in einem Austausch entstehen können. Wenn wir uns angucken, wer bestimmte Forschung finanziert oder unterstützt, sehr, sehr häufig sind da wirtschaftliche Interessen dahinter. Das heißt, objektiv und neutral sind wir ohnehin nicht. Und das zu nehmen und dann aber zu sagen, in wessen Dienst möchte ich forschen? Möchte ich im Dienst von Menschen forschen, die beispielsweise die Vorteile und Privilegien einer bestimmten Gruppe noch mehr erhöhen wollen und die Schere zwischen Arm und Reich beispielsweise noch vergrößern wollen? Oder möchte ich eigentlich lieber dazu beitragen, dass marginalisierte Menschen mehr repräsentiert sind, dass unsere Stimmen mehr gehört werden und so weiter. Und ich sehe mich eigentlich eher in dieser Funktion, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass sowas wie Demokratie und Partizipation, das passiert von unten. So, daher sehe ich meine Aufgabe als Forscherin eher dazu beizutragen, gemeinsam Wissen zu produzieren, was wirklich zu Veränderungen führt, die marginalisierten Menschen zugutekommt. Pega und Tanja engagieren sich für soziale Transformation und wollen möglichst viele Personen und ihre Perspektiven einschließen. Mit einem transdisziplinären Ansatz können sie gemeinsames Wissen in die Forschung integrieren und damit Wissenschaft und auch Gesellschaft verändern. Im nächsten Video sehen wir, wie Interaktion zwischen ForscherInnen und der Stadtgesellschaft ganz konkret wird. Moritz und Asita gehen mit ihrem Kiosk of Solidarity auf die Straße und in die Kieze von Berlin.